So, hallo. Wir machen weiter bei einer Runde Fall Guys. Okay, da wird irgendwas heruntergeladen. Ganze 421 Kilobyte, Wahnsinn. Ja, wir gucken mal, was machen wir denn heute? Gibt es jetzt hier noch... Da oben ist eine Leiste, die ich gerade nicht... Geht die weg? Die seht ihr gar nicht, das ist ja auch interessant. Jetzt ist sie weg, okay. Okay, das gibt es tatsächlich noch. Also man könnte versuchen, hier noch was zu machen, aber ich fürchte fast, dass viel hier nicht mehr drin ist. Aber es ist ja auch nicht wichtig. Es ist ja auch einfach nicht wichtig. Wir spielen einfach erstmal eine Solo-Show und gucken mal. Ich nehme jetzt so eine etwas humaneren Zeit auf. Vielleicht sind die Spieler jetzt auch besser. Ich meine, ich habe zwar nicht gewonnen in der Nacht, aber es waren schon komische Gegner teilweise. Wir gucken mal. Ich würde jetzt pausieren für den Fall, dass es nicht gleich kommt hier die 60 Spieler. Aber in der Nacht hat es halt echt nicht lange gedauert. Und jetzt haben wir tagsüber. Ja, moin. Dann geht das auch sofort los. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, gerade bei sowas zwischendurch mal zu pausieren. Wir werden sehen. Na? Vielleicht, wenn wir die noch nicht kennen, dass ich es da noch laufen lasse, aber so, wenn wir es dann mal kennen, die ganzen Abschnitte, dann ja. Kann man das auch mal skippen. Auch dieses Intro hier, das kann ich ja auch nicht wegdrücken. Das ist alles, was Videozeit wegnimmt. Und wenn ihr das alle mal gesehen habt, naja, dann muss das auch jetzt nicht die ganze Zeit angezeigt werden. So, auch das habe ich noch nie gespielt, aber natürlich in Videos gesehen. So, also, ich weiß grob, wie man hier nicht vorgeht, offenbar. Na, wobei, wir sind eigentlich gar nicht so weit hinten. So, hier muss man dann zwischendurch mal hier durchgehen auch, dass man eben nicht von den Kugeln erwischt wird. Ach, scheiße. Okay, das ging gar nicht mal so schlecht. Jetzt sind die der Luft, die Dinger, ne? Aber man darf runterfallen, okay. Es ist nur nicht zu empfehlen. Ja, ja, okay. Dann sind wir jetzt mal unten. Dann laufen wir jetzt hier halt hoch. So, die ersten werden jetzt gleich ins Ziel gehen. Oh, Junge. Ja, die ersten gehen ins Ziel. Aber im Ziel kommen wir auch an. Nicht gerade beste Platzierung, aber wir kommen an. Und da brauchen wir jetzt auch nicht pausieren. Weil die laufen jetzt alle schnell durch hier. Zack, fertig. Okay. Also gar nicht mal allzu viel Zeit gehabt. Kann man eigentlich die anklicken und größer machen oder so? Nee, ne? Also um die Namen zu lesen? Nee, ich kann die so nicht lesen. Ich hätte nur interessiert, ob die wie Bots klingen, aber... Klingt jetzt nicht wie Bots. Kirschbaum24 habe ich gelesen, keine Ahnung. So. Oh, das ist auch so ein Parcours, glaube ich. Ah, das ist so ein Rundenparcours, genau, genau. Ja. Ja, habe ich auch schon mal gesehen. Schauen wir mal, wie es läuft. Na, gerade wenn ihr die noch nie gesehen... Also, ihr habt die sicherlich auch schon mal gesehen, aber wenn wir die noch nie auf Video hatten, diese ganzen Sequenzen, kann man die mal noch zeigen. Aber das ist was, das macht so um die 20 Sekunden, macht schon aus, bis es weitergeht, ne? Das jedes Mal sparen fürs Video ist eigentlich keine schlechte Idee. So, genau, das fängt mit so einem Labyrinth irgendwie an, ne? Ach, da kann man aber auch hoch scheinbar, okay. Dann machen wir das doch gleich. Ja, dann gehen wir doch einfach oben drüber. Das hier ist so ein Speed. Und da kann man sich jetzt... Prima. Genau, dann sind hier solche Balken, an denen man nicht anstoßen sollte. Sehr gut mache ich das. Oh mein Gott. Einfach mal drüber springen, dankeschön. Jetzt kommen wieder die Falschen. Ja, moin. Ja, prima. In diesem Abschnitt springt man niedriger und in dem springt man irgendwie höher oder so. Ich habe... Oh mein Gott. Fährt es wieder runter? Ja, okay.
Nein, ich darf da nicht drauflaufen. Scheiße. Oh, ich mache hier gerade ganz schön viel Müll. Okay, wieder was gelernt, wie man es nicht machen sollte. Soll nicht auf die Dinger drauflaufen. Alter! Oh Gott. Ich werde gleich überrundet wahrscheinlich oder so. Okay. Erste Runde geschafft. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Okay, jetzt aber schön hier an der Seite vorbei, dass wir nicht wieder da abgestoßen werden. Ja, ja, ja. Und einfach durch. Nein. Einfach durch. Durch. Danke. Ah, die ersten sind schon qualifiziert. Das wird nix. Ach, jetzt geht das gerade hoch. Jetzt geht das gerade... Willst du mich veralbern? Oh, jetzt springe ich hier höher. Ah, jetzt ist die andere... Jetzt ist das andere, die andere Farbe. Ja, 17 von 23. Das wird nix. 18. Oh mein Gott, der Boost. Nein, das ist der 23. Ich hätte... Oh, ich glaube, ich wäre 25. oder so geworden. Ja gut, alles klar. Diesmal drücken wir aber gleich Escape, bevor wir wieder irgendwelche Sequenzen haben. Okay, kein guter Start, aber in Ordnung. So. Okay. Gleich nochmal rein. Gleich nochmal rein. Wir sehen uns, wenn's losgeht. Das war jetzt eine gute Minute, bis wir hier angekommen sind. Also, das hat sich gelohnt. Okay. So, ne? Also, und Wippen haben wir das Intro auch schon mal alles gesehen. Deswegen habe ich das auch gleich rausgenommen. Und da noch nicht die Aufnahmen wieder gestartet. Oh, Leute. Nicht da unten lang. Nicht da unten lang. Oh je. Ah, schwierige Momente. Ja, wir schaffen es. Sehr gut. So. Ich habe übrigens gesehen, das werde ich gleich mal ausprobieren. So ein Speedrunner-Trick. Scheiße. So ein Speedrunner-Trick, dass man, nachdem der Checkpoint ausgelöst ist, sich runterstürzt, weil man dann auf der anderen Seite gleich wieder spawnt, sodass man das dann schneller schaffen könnte. Oh, es ist so schwierig, wenn man hinten ist und dann alles sich schon den Weg geebnet hat. So, ne? Und jetzt springen die irgendwie runter und starten dann auf der anderen Seite. Ja, das hat ja gut funktioniert. Also so geht es offenbar nicht. Oh nee, Leute, das geht... Ja, ich warte hier. Sicher besser ist warten. Und jetzt dann kann man nämlich schön da hochlaufen. Sehr gut. Jetzt probieren wir das mal. Wenn ich jetzt hier sterbe, dann starte ich vorne wieder. Nee, tue ich nicht. Okay. Ah, dann weiß ich nicht, wie der Trick funktioniert hat. Wahrscheinlich sind es wieder irgendwelche Glitches, die, wo man das an einer ganz speziellen Stelle runterspringen muss. Und ansonsten funktioniert das nie. So, wir warten jetzt erstmal, bis der wiederkommt. Das war zu bald. Ja, das ist gerade nix. Die gehen alle über den, ne? Scheiße. Ja, shit. Ah, war dumm. Okay. Jetzt kippt der wieder zu der Seite. Jetzt warten wir, bis er wieder normal wird. Jetzt wird er normal. Jetzt kann man drauf. Sehr schön. Wir sollten qualifiziert werden können. Ja, nice. Nice. Prima. Ich weiß nicht, auf wen du wartest, aber have fun. Wird er reingeschoben. Okay, 9 Charaktere noch, aber das dauert hier, glaube ich, ein bisschen. Ja, wobei davon sind ganz viele. Ja, das sollte gleich durch sein. 36, 37. Ja, sollte gleich durch sein. Okay, schön. Irgendwelche coolen Namen. Also ich kann die kaum lesen, aber Meliodas. Oh, Meliodas ist da einer dabei. Charakter aus, also falls das der sein soll, Charakter aus Seven Deadly Sins.
Cooler Anime. Cooler Anime. So. Das kenne ich noch nicht. Das ist, glaube ich, das, wo man in der Mitte bleiben muss, um schnell zu sein oder so. Irgendwie sowas. Wir werden sehen. Die Schnellbahn. Aber auch wieder so ein Rundending, ne? Also wir rennen wieder zwei Runden, ja. Nee, dann ist es nichts mit Mitte. Doch, es gibt eine Mitte. Ah, egal. Wir spielen nach Gefühl. Wir spielen nach Gefühl. Stilpunkte, okay. Was auch immer das bedeutet hat, aber hey, nehmen wir mit. Was XP geben kann, kann nicht verkehrt sein. Wieso werde ich so oft weggedrückt hier? Oh, da sind wir gut da sind wir clean, ja, da nicht mehr so. Ich wollte gerade sagen, da sind wir clean durchgekommen und dann war vorbei mit clean durchkommen. Gib mir Speed! Das ist nicht der Speed, den ich wollte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, lass mich da durch. Okay, jetzt oben rum. Scheiße. Das war gut. Das nicht so. Oh, was? Nein, hier ist eine Wand. Die habe ich vorhin gar nicht realisiert. Okay, einfach durch. Sehr gut. Wir haben wieder vor Dings. Nicht so. Ah, ich wollte eigentlich, den wollte ich anders nutzen. Oh, scheiße, jetzt habe ich keinen Speed. Oh nein, das wird nix. Oh, das wird nix. Außer wir kriegen jetzt nochmal einen Boost drauf. Oh, es wird was. Aber knapp. Ganz knapp. Ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Puh. Da sind sie alle raus. Puh, knapp war's. Okay. So. Ich verstehe auch nicht, was sie hier durchzählen, weil was sie hier durchzählen, kommt ja gar nicht dran. So, es kommt halt irgendwas davon. Der Wirbel. Oh nee, ist das wieder nur drehen? Oder ist das ist kein Parcours, ne? Ja, es ist Überleben. Es ist Überleben. Oh je. Oh je. Oh je. Das sieht böse aus. Oh, das sieht nicht gut aus für mich. Schauen wir mal. Muss ich laufen oder kann ich einfach stehen bleiben? Okay, die laufen alle, dann laufen wir auch. Ist wahrscheinlich besser, hier in Bewegung zu bleiben, aus irgendwelchen Gründen. Ah, wahrscheinlich, weil hinten der Ventilator sich dreht, ne? Ja, okay, okay. Scheiße. Usch! Blaue Flecken, 15 XP, was auch immer. Miest! Miest! Okay. Aber wir leveln. So. Okay. Ja, gehen wir gleich nochmal rein, würde ich sagen. Und wir sehen uns gleich wieder. Okay, das kennen wir noch nicht, deswegen starte ich hier schon mal wieder. Lauf über die rotierenden Ringe, um die Ziellinie zu erreichen. Oh, das sieht gefährlich aus. Ah, das ist das. Okay. Uiuiuiui. Aber man kann scheinbar... Nee, man darf nicht runterfallen. Okay. Ja, let's go. Gott, ich dachte schon, ich segel gleich runter, gleich zu Beginn. Das wäre ein bisschen böse, bisschen übel geworden. Aber wieso sind die so schnell davor?
Wie geht das? Wie kriegen die das hin? Okay, Checkpoint. Wenn ich jetzt runterfalle, würde ich beim Checkpoint starten. Da ich wollte es eigentlich jetzt nicht testen. Oder demonstrieren oder so. Oh mein Gott, der Rettungssprung. Okay, wir kriegen den nächsten Checkpoint. Sehr schön. Oh, das ist kein Checkpoint oder was? Laufe ich gerade rückwärts? Bin ich gerade rückwärts ge... Wie ist das denn passiert? Wie ist das denn passiert, dass ich rückwärts gelaufen bin? Ich habe mich schon gewundert, warum da keiner mehr ist. Wie ist das denn gerade? Also jetzt ernsthaft, wie ist das denn passiert? Scheiße, das ist der nächste Checkpoint. 23. Wo sind die alle? Sind die alle echt noch hinter mir? Kann man denn schlechter sein als derjenige, der den Checkpoint verpasst hat? Und auf wen warten die? Hä? Wo sind alle? Okay, was? Wie geht das? Also wie können die denn da hinten noch sein? Ich bin rückwärts gelaufen und hab's trotzdem geschafft. Was ist da los? Aber zwei noch, dann haben wir es hier auch. LOL. Was tun manche Leute? Was hat... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Pablon, Gil, Smart Ninja, Kokolem. Ja, wie auch immer. Okay, wo landen wir? Ja. Hallo? Okay, das hat gedauert. Rennen, okay. Überwinde die frostigen Hindernisse und renne zur Ziellinie. Das kenne ich. Ich glaube, das habe ich noch nicht mal gesehen in irgendeinem. Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich wissen, ob ich es gesehen habe. So ein paar Rennen mit Schnee und so habe ich schon mal gesehen, aber ich habe eins gesehen, was in so einem vulkanartigen Ding endet. Also in so einem Berg. Nee, das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Okay. Glaube ich zumindest. Wir werden sehen. Oh, am Ende muss man sich rüberschießen lassen. Uiui. Okay. Let's go. Erstmal schön hier nicht von den Kugeln mitnehmen lassen. Sehr gut. Sehr gut. Prima. Wir sind ganz weit vorne. Stark. Okay, hier jetzt ein bisschen aufpassen, dass man da nicht rausgeboxt wird, aber alles easy. Alles easy going. Checkpoint. Wir sind ganz vorne. Nice. Okay, da gehe ich außen rum. Wir haben genug Zeit. Wir können uns das leisten. Wir können uns das außenrum problemlos leisten. Und jetzt muss ich dann den richtigen Dings zum Rüberporten finden. Denn... Lass mich in Ruhe, blöder Ventilator. Okay, der erste ist im Ziel. Nein! Der hat mich nicht geboxt. Okay, ich will lieber auf dem geboxt werden. Der scheint garantiert ins Ziel zu führen. Ja, ist in Ordnung. Okay. Ich denke, das geht jetzt auch recht schnell. Oder vielleicht auch nicht. Naja, 18, 19, 22, 23. Ja, doch, das geht gleich weiter. Ja, haben wir. Ich überlege ja nur immer, wenn es länger dauert, ob wir dann die Runde, also die Aufnahme pausieren sollten. Aber passt schon so, ne? Passt schon so. 29 übrig. Schade, dass man nicht ranzoomen kann an die Namen so, oder? Dass man die ein bisschen besser sehen könnte. Aber naja. Kann ich die Namen im Spiel eigentlich auch einblenden? Muss ich mal gleich probieren. Über Tab geht das.
Und wir spielen. Oh! Ausweichmanöver. Da muss man die ganze Zeit ausweichen, ja. Da kommen überall Früchte. Von überall. Genau. Da gibt es, glaube ich, auch keinen Checkpoint, ne? Schaffen oder nicht schaffen. Also man muss, glaube ich, von ganz unten immer wieder starten, wenn man runterfällt oder so. Bin mir nicht sicher, wir werden sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da einen Checkpoint einfügen könnte irgendwie. Sehr gut. Das war natürlich nur taktisches Töten. Okay. Ich glaube, Mitte ist gar nicht so verkehrt. Weil die meisten Sachen haut es irgendwie an die Seite ran dann, ne? Scheiße! Ich habe den nicht gesehen. Oh mein Gott, ich habe den nicht gesehen. Ach, shit. Oh, das wird nix. Da heißt es immer, Obst ist gesund. Oh Gott, da kommt die Zimtrolle. Oder was auch immer das sein soll. Ich würde es als Zimtrolle bezeichnen. Oh Gott, 6 haben sich schon qualifiziert. Es wird nix. Ich komme da nicht hoch. 11, ja, das war's. Ja. Okay. Definitiv ein Spiel, was ich noch üben müsste. Gut, raus da. Ja. Aber wir leveln immer weiter. So. Wollen wir mal eine Runde Hexathlon? Ja, komm, wir gehen mal eine Runde Hexathlon rein. Ah, das ist nur ein Tag verfügbar scheinbar. Ah, die Truppshow und Duoshow gibt es anscheinend immer. Ey, ich habe das ja noch nicht so ganz kapiert, aber es macht nichts. So, gehen wir mal eine Runde Hexathlon rein. Wir sehen uns, wenn es losgeht. So, fast vergessen, die Aufnahme zu starten. Also die Pause zu beenden. Muss ich ja eher sagen. Also da muss ich halt wirklich lernen, wie genau das funktioniert, mit dem in der Mitte bleiben. Aber am Anfang muss ich ja nur, genau, am Anfang muss ich ja nur die ersten paar überleben, die rausfliegen. Aber es ist schon kritisch. Ich glaube, Hexathlon ist schon so eine ganz kritische Spielrunde immer. Ja, das brauchen wir doch jetzt gar nicht sehen. Wir wissen doch, was kommt. Aber eigentlich könnte ich da jetzt auch wieder pausieren, ne? Ich darf halt nur nicht vergessen, dann wieder die Pause zu beenden. Das habe ich bei Fortnite mal gemacht. Das ist mir dann später aufgefallen, dass ich da gar nicht mehr aufnehme. Aber jetzt geht's eh gleich los. Aber beim nächsten pausiere ich wieder. Wenn es ein nächstes gibt. Meinst du, sind wir nur noch 12? Fallen wieder 4 raus? Wahrscheinlich ja, ne? Ne, 3 diesmal, okay. Oh, an der Seite kann man auch runterfallen, das merke ich jetzt erst. Wisst ihr, das wusste ich noch gar nicht. Oh shit, ich bin zu weit unten. Ich bin zu weit... Nein! Ah, ärgerlich, ich war der Dritte, der raus ist. Ah, ich bin zu weit runtergerutscht. Gleich nochmal. Gleich nochmal. Das kann man auch irgendwie bespringen. Ach, mit Enter. Hä? Ich habe doch Enter gedrückt. Okay, ich kann es nicht überspringen. Egal. Gleich noch eine Runde. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt weiß ich nicht, habe ich Hilfe? Okay, ja, Pause ist weg. Wir sind wieder hier. Es dauert schon immer eine gute Minute, muss man sagen. Ich muss mal lernen, wie... Oh mein Gott, das sind die ersten weg. Scheiße, nicht gut. Ich war der Vierte. Ja, da sehen wir uns dann wohl gleich wieder. Das kann jetzt nichts hier geben. Ach, ich kann mehrmals Enter drücken, ich verstehe. Okay. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Yay. So, diesmal starte ich ein bisschen eher.
dass ich nicht ganz so hektisch reingehe. Naja, man weiß noch nicht so ganz, wie man das einfach am besten spielen sollte, ne? So, und die, es dreht sich in die Richtung, okay. Schlecht. Oh boy, oh boy. Aber ich verstehe auf jeden Fall das, was die Leute immer sagen mit, man darf da nicht rumspringen. Das habe ich schon kapiert, ja. Das ist wirklich nicht so günstig. Weil wenn man springt, wird man eher runtergedrückt. Als sonst was. Krass, dass noch nicht der vierte ausgeschieden ist. Oh mein Gott. Ich will nicht der vierte sein. Nein, 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 ich muss da hochlaufen. Ich komme nicht mehr hoch. Ich bin der vierte. Wir sehen uns gleich wieder. Und irgendwann werde ich vergessen, die Aufnahme zu starten. Eigentlich die Aufnahme, aber... Oh, Levelaufstieg. Showbugs. Das sind unsere ersten von diesen Dingern. Was ist jetzt bei denen anders? Wieso habe ich so einen krassen Levelaufstieg bekommen? Für was? Man weiß es nicht. Aber guck mal, jetzt habe ich 100 davon. Was sind die? Sind die irgendwelche speziell... Ach, das ist die Ingame-Währung. Ah, und davon kann man ein paar auch so bekommen. I see. Okay, das ergibt Sinn. Ah, okay, okay. Dann kann man so, okay, okay, okay. Und der... Saisonpacks. Ah, der Saisonpass kostet 950 von den Dingern, okay. Aber wahrscheinlich kann man den nicht vollständig... Da ich scroll hier oben durch. Ah, jetzt verstehe ich das. Aber was macht der? Also, schalte Premium-Stufenbelohnungen frei. Okay. Das ist im Prinzip ja auch so ein bisschen das, was ich in Fortnite machen wollte. Ne? So, dass man halt mehr Missionen hat und so Zeug. Sofortbelohnungen, Ezio. Ja, okay. Interessiert mich nicht. Spiele, um Schweizer Hut und Mecha-Godzilla zu verdienen. Interessiert mich halt auch nicht. Also, ne? Sollten wir übers Ingame die zusammenbekommen, dann nehme ich gerne so einen Season Pass. Aber ansonsten müsste man ja mindestens, wenn man solche Showbugs kaufen will, müsste man ja mindestens wieder die 8 Euro. Ja, das ist wie in Fortnite. Das ist exakt wie in Fortnite. Ich meine, auch da gilt jetzt wieder folgender Gedanke. Das Spiel ist umsonst. Man will die Spieler irgendwie unterstützen. Wir machen übrigens noch eine Solo-Show. Ich habe keine Lust auf Hexathlon. Man will die Spieler ja, die Entwickler ja irgendwie unterstützen. Das war ja auch mit der Gedanke, warum ich in Fortnite den Battle Pass gekauft habe. Wenn mal eine neue Season oder so in Fall Guys anfängt, aber die läuft jetzt ja gerade aktuell. Ich denke mal, da jetzt ist es nicht mehr so sinnvoll. Weil sobald so ein Battle Pass ausläuft, der läuft ja aus mit der Season. Aber das könnte ich mir schon vorstellen. Vielleicht ist es in Fall Guys ja auch so, dass wenn man einmal einen Battle Pass hat, dass man sich über den Battle Pass wieder genau die Anzahl verdienen kann oder sogar mehr an Ingame-Währung, die man für den nächsten Battle Pass braucht. Weil das ist ja in Fortnite der Fall. Also in Fortnite muss ich nie wieder einen Battle Pass kaufen, das habe ich einmal gemacht. Und kann jetzt jedes Mal den nächsten Battle Pass mir über die Sachen leisten, die ich im aktuellen Battle Pass erspielt habe. Na? So, und das Konzept finde ich schon okay. Dann kauft man sich wirklich für eine Season das Zeug, muss dann halt ein bisschen spielen und kriegt seine Sachen zusammen. Also das wiederum finde ich voll in Ordnung. Weil das Spiel bleibt kostenlos und du gibst dann halt wie viel? 8 Euro aus, um erstens zu unterstützen und zweitens halt diese gewissen Bonusdinger zu haben. Die aber nicht spielrelevant sind. Sondern du bekommst halt für deine Unterstützung... Oh Gott. Schnell zum Checkpoint hechten. Jawohl, hat funktioniert. Du bekommst halt für deine Unterstützung noch ein bisschen was dazu. Oh, wir hechten mal hier rüber. Ja, sehr gut, sehr gut.
Oh, oh mein Gott, ich hab... Okay, ich habe doch nicht Glück gehabt, schade. Ich dachte, ich habe Glück gehabt, aber... Das war dann doch... Ich lauf schnell. Wieso setzt der mich denn immer in die falsche Richtung ab, kameratechnisch erst? Guck mal, ich werde schon wieder in die falsche Richtung gelaufen. Also wie schafft man das denn bei Vollgas in die falsche Richtung zu laufen? Oh Gott, ja, sehr gut. So, jetzt kommt noch der letzte Teil hier. Hier rüber. Hier rüber. Hier drauf. Nice, das war's. Geschafft. Gut. Was ich übrigens nicht verstehe. Da könnt ihr mich jetzt mal als Vollgeist-Spieler aufklären. Dieses Festhalten ist ja so richtig verpönt. In Streams und so, immer wenn es heißt, oh mein Gott, der Spieler hält mich fest, das ist voll unfair und so weiter. Wozu gibt's die Funktion denn dann? Also ist es einfach... ist es einfach Fall Guys kennen, dass man nicht festhält, auch wenn die Funktion eingebaut ist, weil die Funktion halt dumm ist? Ich meine, ich fühle es jetzt auch nicht, jemanden festzuhalten, weil man sich damit am ehesten selbst behindert. Aber ich meine, das ist eine legitime Spielfunktion. Die ist ins Gameplay eingebaut. So, warum ist es dann so verpönt, die zu nutzen? Ich meine, dass sie dumm ist, ja. Aber es ist eine legitime Funktion. Dass man dann gezielt auf Streamer geht, das ist nochmal was anderes, ne? Das ist das Stream-Snipen, aber davon rede ich jetzt nicht. Okay, das haben wir schon mal gesehen. Dann können wir loslegen, sobald wir am Start sind. 20. 20 Sekunden, die jetzt im Video einfach nichts passiert wäre. Also, oh Gott, es bleibt dabei, ich finde es sinnvoll. So, zwischendurch mal kurz pausieren und es rauszunehmen damit. Weil nachträglich schneide ich ja nichts, ne? So, erstens habe ich nicht die Zeit, zweitens habe ich nicht die Lust. Ah, man kann hier außen rum und dann kann man diesen Blödsinn da umgehen. Oh mein Gott. Das ist ja... oh mein Gott, ja. Ich werde sowas von nur noch außen rum laufen. Alter. Willst du mich machen? Okay, ich werde vielleicht fast immer außen rum laufen. Das war ja dumm. Oh mein Gott, wie dumm das war. Warum ist das passiert? Hier ist es nicht, ne? Ne, hier ist es nicht. Nein, ich hab's verfehlt. Scheiße. Dann, ich muss jetzt hier außen rum. Ah, das wird knapp. Das wird eine ganz knappe Geschichte. Scheiße. Okay, 18, 19, 21. Yes. Knapp. Ganz knapp. Aber durch. Knapp, aber durch. Puh. Schwierige Momente. Auch hier keine Namen, die jetzt irgendwie irgendeinen Sinn ergeben würden, so richtig. Also es gibt es schon Sinn, ne? Keine Frage, aber halt nicht. Nichts, wo man sagt, ach, das könnte aus dem und dem Anime kommen oder sowas. Oh Gott, überleben. Ich verstehe, ich weiß, was das ist. Ah. Das wird auch schwierig. Die Plattform bewegt sich nicht, aber das, was um uns rum ist, bewegt sich und wir müssen ausweichen. Einfach nur die ganze Zeit ausweichen. Und wenn man hier festgehalten wird, ist das halt richtig mies. Aber am Rand kann ich stehen, ne? Okay. Von welcher Seite fängt es eigentlich an? Okay, von der. Oh, man muss jetzt einfach aushalten, die Zeit, okay? Das heißt, es fallen jetzt einfach so viele runter, wie in diesen 2 Minuten runterfallen. Oh Gott. Oh, das wird mies. Oh, das wird richtig mies.
Okay, vor dem gepunktet muss ich aufpassen, der hält gerne fest. Okay, die halten alle gerne fest. Aber jetzt muss man springen, oder was? Okay. Das heißt, man sieht jetzt auch gar nicht, wie viele schon raus sind oder ob schon welche raus sind. Okay. Oh Gott. Nee, rüber, rüber, rüber. Mitte. Wieder Mitte. Okay. Rüber. Oh, wow. Boah, der ist frech. Kommt jetzt alles? Okay. Aber wir haben es gleich. 10 Sekunden. Aber das schaffen alle, scheinbar. Also viele. Nicht alle, aber genug. Ja, das war's. Ja. Sind gar nicht so viele ausgeschieden, ne? Wir haben jetzt sehen, wie viele ausgeschieden sind. Aber das ist so eine Runde, wo praktisch einfach so viele rausfliegen, wie halt... Ja, wie halt... Oh, das waren nicht viele. Okay. Gut. Als nächstes folgt... Okay, das kennen wir auch schon. Wir sehen uns gleich wieder. So. Weiter geht's. Oh mein Gott. Okay, also erstmal direkt geradeaus da drüben. Oh, kann ich da rüberspringen? Oh ja, das geht scheinbar. Interessant. Okay, die sind alle beide dicht. Da geht's nicht weiter. Da drüben geht's mal. Oh, oh, jetzt haben sie einen sehr großen Weg. Aber einer muss sich immer opfern, oder wie ist das? Verstehe das nicht. Nein! Ich hab das geöffnet. Nein! Ich hab für die den Weg ges... Und ich bin runtergefallen. Aber einer muss sich dann immer opfern, oder wie? Ich verstehe so ganz, noch nicht so ganz das Konzept von dem Spiel. Achso, ich muss escapen, sonst kann ich mir gleich den nächsten Abschnitt anschauen. Okay. Yay. Gut, ich würde sagen, eine Runde machen wir noch und dann hören wir auf. Wir sehen uns gleich wieder. Okay. Torhunger. Das sieht auch fies aus. Das sieht auch fies aus. Meide die zuschnappenden Türen und renne zur Ziellinie. Puh. Okay. Okay, wir werden sehen. Was ich halt noch nicht so ganz weiß, ist, ob Fall Guys wirklich ein Let's Play Dings ist, weil, also bei Fortnite konnte man zumindest, auch wenn es weniger geguckt haben, aber bei Fortnite hatte man zumindest noch so dieses Missionszeug im Hinterkopf. Ich meine, hier habe ich halt wirklich nur das Hauptspiel. So, eigene Missionen schaffen, das scheint jetzt hier oh, scheiße. Das scheint jetzt hier weniger der Fall zu sein. Und das ist das, was Fortnite für mich so ein bisschen ausgemacht hat. Dass ich so einige Missionen machen konnte, die sich halt... Ja, ist egal. Die sich richtig angefühlt haben. Okay, die Mitte, die Mitte, die Mitte, die Mitte, die Mitte. Yes! Sweet. Okay, aber ich denke auch hier kommen die Spieler schnell durch. Kann man eigentlich anders zuschauen ohne... Also kann man die Kamera irgendwie wechseln? Oder kann man nur von den Spielern? Und ich würde es mal interessieren, ob ich auch raus... von oben praktisch zugucken kann. So wie so ein... wie so eine Fernsehkamera praktisch. Aber da müsste ich mal in die Optionen reinschauen. Violet Shiva... Gartelepete... Keine Ahnung. The Hugge... Gecko Lord... Elvin... Ich wüsste auch da wieder keine... mit den Namen nichts anzufangen.
Oh, das Rollfeld ist wieder da. Ah nee, es ist Überleben diesmal. Oh nein, oh Gott. Oh Gott, es ist Überleben. Ich sehe schwierige Momente auf mich zukommen. Ich sehe ganz schwierige. Oh Gott. Das sind so gar nicht meine Runden. Das sind so gar nicht meine Runden. Okay, sobald 16 raus sind, ist die Runde durch. Man weiß immer nicht, wo es am klügsten ist, sich aufzuhalten. Oh Gott. Ich würde mich halt gerne da aufhalten, wo wenige sind, aber hier sind überall viele. Vielleicht ist es am schlausten, so ein bisschen hin und her zu laufen. Jetzt ist hier drüben zum Beispiel gerade richtig viel Stille. Es sind schon 11 ausgeschieden. 12. Wir bleiben bei 12. 13. 15. Einer noch. Ich werde nicht die 16. Person sein. Yes. Schwitz. Okay, das fällt ordentlich durchmischt. 16 raus. Wobei, ich glaube, die zweite Runde haut immer relativ viel raus, ne? 26 noch im Rennen. Oh Gott. Das mit dem Ventilator, wo es mich von. Oh, das hat mich von rausgehauen. Ah. Hilfe. Schon mal mental vorbereiten. Ja, jetzt hätte ich wieder pausieren können, ne? Ja, jetzt ist es wahrscheinlich zu spät. Ja, ich hätte wieder pausieren können. Aber jetzt geht's schon los. Na, da der Ventilator. Ich nehme an, wenn der dich erwischt, war es das. Und der dreht sich wahrscheinlich. Ja, der dreht sich und wird uns irgendwann einholen. So, das ist wahrscheinlich das Problem. Deswegen musst du laufen. Oh je. Okay. Nein! Oh mein Gott! Oh mein. Oh! LOL! War das knapp! Oh mein Gott, es hätte. Wow! Wow! Das war interessant. Okay. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ach. Ja, let's go. Da sind Rollen hinten diesmal. Was ist das denn? Aber man fällt halt sofort runter, ne? Wenn man. Ja, also du kannst es nicht antippen. Es muss sich immer einer opfern, das ist doch bescheuert. Okay. 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 Oh mein Gott. Let's go. Oh. Alter, das ist. Boah. 9 übrig. Kommt jetzt schon Finale? Bei 9 Spielern könnte ein Finale kommen, ne? Bei 9 Spielern könnte ein Finale kommen.
Finalrunden hatten wir bisher eine einzige. Ein Wettrennen. Wer als erstes bei der Krone ist. Greife mit Enter die Krone. Okay, ganz wichtig, ich muss da noch Enter drücken. Uiuiui. Nee, das ist nicht Enter, das ist Umschalt. Oh, das ist Umschalt. Okay. Ich habe nichts gesagt. Das ist Umschalt. Okay. Ich kenne die Runde halt nicht. Also ich habe sie gesehen schon mal, aber ich kenne sie halt nicht. Das wird niemals, ich werde niemals Erster. Never ever. Aber let's go. Oh Gott, da kommt sogar Obst runter. Oh, das ist nicht gut. Nein! Scheiße. Ah, der gewinnt. Der gewinnt. Der checkt sich die Krone. Ja, der gewinnt. Oh, die fährt noch rauf und runter, oder was? Lol, okay, die fährt noch rauf und runter. Das ist ja nochmal frech. Okay, aber ist in Ordnung. Boah. Gute Runde. Gute Runde. Voll in Ordnung. Überspringen, Enter. So. Eieieiei. Okay, das gibt jetzt aber ordentlich XP. Das gibt jetzt ordentlich XP. Yay. Das gibt richtig Levelaufstieg jetzt hier. Zack. Nochmal. Zack. Arktische Flipflops. Ja, komm her damit. Oh, und wir sind fast an dem Drachenkostüm. Okay. Alles klar. Nicht, dass es für mich wichtig wäre. Aber wir sind fast an dem Drachenkostüm. Es ist so albern. Aber jetzt gucken wir mal. Das interessiert mich jetzt. Also hier gibt es die 100. Dann hätten wir 200 zusammen. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. Was heißt kostenlos? Kostenlos. Oh, sind die hier? Sind die Dinger kostenlos und sind die Dinger, ich verstehe. Das hier sind Stufenbelohnungen, die es nur im Season Pass, in dem Pass gibt. Ach, deswegen, okay. Okay. Aber dann, okay, Moment, aber dann können wir jetzt unsere Theorie nämlich probieren. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir hätten den Pass. So. 100. Die hier werden wir normal nicht bekommen, aber jetzt 200. Die würden wir auch nicht bekommen. 300. 400. Okay, die bekommt man alle nicht mehr. 400. 500. 600. 700. 800. 900. Okay, ab Level 66 hätte man genug Punkte für den nächsten Battle Pass zusammen. Und es gibt noch mehr. Und es gibt noch mehr. Ja, nee, dann, ganz ehrlich, dann werde ich mir den wahrscheinlich holen. Erstens Unterstützung der Entwickler. Das Spiel ist mittlerweile kostenlos. Ja. Und zweitens, dann hat man mehr Motivation, hier Level zu machen. Ist jetzt noch nicht gesagt, dass ich das Spiel sehr oft spiele. Deswegen, ich werde mir den jetzt nicht sofort nach der Aufnahme holen. Aber grundsätzlich hat man dann mehr Motivation, sag ich mal. Ne? Wie lange läuft denn diese Season noch? Sehe ich das irgendwo? Sehe ich irgendwo, wie lange diese Season noch läuft? Saison 1. Aber wie lange läuft die noch? Da steht nirgends. Also ich müsste halt einmal jetzt 8 Euro hergeben.
Die muss ich halt hergeben, so, das geht nicht anders. Aber ansonsten könnte man das machen. Was ist das hier? Premium-Stufenbelohnungen, Sofortbelohnung. Schließe 25 Stufen schneller ab. Nee. Nö, das ist ja, nö. Mehr Geld zahlen, dass man schneller levelt? Nee. Das ist nicht sinnvoll. Aber wie lange läuft Season 1 noch? Das werde ich mal versuchen in Erfahrung zu bringen, um rauszufinden, ob das sich für mich lohnt überhaupt. Also ob ich überhaupt bis zu der Punkt, ab dem man sozusagen, der Punkt, ab dem man seine Kosten wieder drin hat, in Anführungszeichen, wäre Level 66. Ab da hat man die Kosten wieder drin. Theoretisch. Gut. Also hier steht halt nur das, aber wir finden jetzt nicht raus. Wir werden jetzt nicht rausfinden, das ist das Ärgerliche, wie lange das Ganze noch läuft. Ich fände es aber, wie gesagt, ich fände es cool, wenn man. Ich meine, ich drücke jetzt hier R Zufall und dann habe ich ein Zufallsoutfit aus allem, was ich hier habe, zusammengestellt. Aber ich fände es cooler, wenn man das wie bei Fortnite hätte, dass jede Runde verschieden ist. Dass das nach jeder Runde sich ändert und nicht eine Sache bleibt. Das fände ich cooler, aber naja, ist halt nicht so. Okay. Aber hier steht auch nicht, wie lange das Season-Dings noch läuft, ne? Na, das sind Sonderangebote, aber hier ist der Season Pass. Aber wie lange die Season läuft, steht nicht da. Okay, werde ich rausfinden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, das ist cool. Danke für die Information. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.